Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal mit anderer Perspektive. Ihr seht heute mal das, was ich immer sehe, wenn ich sonst für euch filme. Ihr seht aber auch, dass es hier relativ leer ist, bis auf meinen Cupmaker. Das liegt daran, dass ich heute auf der anderen Seite aufgebaut habe. Ich habe hier meinen Kram aufgebaut und es ist nicht super viel. Ich hatte eigentlich nicht vor, heute ein Foodhaul hochzuladen, weil ich nicht wirklich eingekauft habe diese Woche, zumindest nicht so, dass es so viel ist, dass man Foodhaul machen kann. Und irgendwie war diese Woche auch schon wieder alles ein bisschen verrückt und heute insbesondere schon wieder. Aber irgendwie habe ich mich dann doch dafür entschieden, weil ich gerade nochmal los war beim Netto. Ein paar Teile habe ich gekauft, würde ich euch gerne zeigen. Ja, und deswegen gibt es doch einen kleinen Foodhaul zumindest. Habe erst überlegt, ob ich das als Short mache, aber habe dann beschlossen, nee, ich mache es als normales Video. Und versuche das hier auf die, also übers Handy direkt hochzuladen bei YouTube. Mache ich ja sonst immer alles am PC. Ich bin sehr gespannt. Also wenn heute irgendwas anderes anders ist als sonst, sorry dafür, aber das ist ein bisschen improvisiert. Ich drehe gleich meine Kamera oder mein Handy um und dann zeige ich euch mal die einzelnen Sachen. Ich war, wie gesagt, beim Netto. Ich hatte das Kind dabei, aus dem Kindergarten abgeholt. Hatte wieder schlechte Laune. Hat er ja oft, wenn er direkt aus dem Kindergarten kommt. Von daher, ja, konnte ich nicht alles einkaufen, was ich gerne gewollt hätte. Beziehungsweise es war auch schon wieder so anstrengend im Netto, weil wieder alle Gänge mit irgendwas belegt waren. Mit Menschen zum Beispiel. Da war eine Frau, die einen Kinderwagen dabei hatte. Was ja kein Problem ist, ne? Also, aber also die Menschen mit einem Wagen, so wie ich das auch war, plus jemand mit einem Kinderwagen, plus, und das darf ich sagen, weil ich bin ja selber ein Mopsbär, jemand, der sehr, sehr korpulent war, also auch viel Platz immer eingenommen hat. Also, man fühlt sich so schlecht, wenn man das heutzutage sagt, aber wie gesagt, ich als Mopsbär darf das ja sagen. Und es war ja wirklich so, dass diese Person sehr, sehr viel Platz eingenommen hat, weil sie wirklich, also, mehr als nur ein bisschen pummelig war. Und zusätzlich zu diesen ganzen normalen Dingen, die so in einem Laden passieren, waren so viele Wagen unterwegs. Also, da war so ein Gabel, nee, nicht Gabelstapler, aber dieses, dieser Gabelstapler-Ziehwagen, wisst ihr, womit man so Paletten aufladen kann. Aber halt nicht so fancy, so ein Mobil, sondern so ein Wagen halt, so ein Schieber halt. So war es. Und diverse Autos mit so gekühlten Sachen, die irgendwo rein mussten. Oder normale Ware. Also alles fuhr durch diesen Laden. Und der Laden ist sowieso schon immer sehr eng. Ich musste jedes Mal mit Wagen oder auch Kinderwagen gucken, durch welchen Gang kann ich gehen. Durch welchen Gang, ja. Also es war super anstrengend. Genau. Ich zeige euch jetzt mal meine Ausbeute. Wir fangen mal hier auf dieser Seite an. Ich habe einmal Crunch Chips gekauft. Ich glaube, die waren im Angebot für 1,19 Euro, meine ich. Und das ist nur Paprika. Und wir haben sonst immer nicht Crunch Chips, sondern diese anderen Cornflakes. Chips, meine ich natürlich. Chips. ich weiß gar nicht, welche Marke das sonst ist, aber das ist ungarisch. Ich glaube, Funny Frisch heißt das oder so. Und dann ist das ungarisch. Und Paprika ist aber auch mal wieder ganz nett. Deswegen habe ich die mitgenommen. Dann habe ich hier so ein paar Snaggos. Und zwar, die haben auch 1,19 Euro. Finde ich verhältnismäßig teuer für Haribo, aber das waren halt alles so Special-Sorten. Da haben wir hier einmal Kicker-Brause. Und ich fand das ganz interessant. Da ist drinne, oh, ich muss mal eben neben dem Handy gucken, weil so kann man das ja nicht lesen natürlich. Zitrone, Holunder und Maracuja. Finde ich sehr interessant. Bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Das habe ich quasi für mich mitgenommen. Oder für Mirko. Und diese hier, diese Pasta-Flaggen in Sauer, die habe ich für Matteo mitgenommen. Erstmal, weil ich dachte, er findet das mit der Deutschland-Flagge vielleicht ganz lustig, weil er das halt mit Fußball in Verbindung bringt und weil er saure Sachen total gerne mag. Also, ja, das ist für Matteo. Dann habe ich zweimal diese Biomüllbeutel mitgenommen. Meine sind nämlich komplett leer und, ja. Ich hatte da schon so ein wildes Experiment mit ausgebreiteter Zeitung. Das war einfach ein großer Scherz. Und ich glaube, wenn mich jemand beobachtet hätte, hätte der auch direkt die Leute in weißen Anzügen geholt. Deswegen, ja, gut, dass sie wieder da sind. Dann habe ich zweimal diese Dekor-Dinger geholt hier. Und zwar sind das Waffelbecher. Diese, kann man das erkennen? Diese kleinen Mini-Dinger hier. Ich dachte irgendwie erst, das wären normal große Eiswaffeln. Deswegen habe ich eine Packung eingeladen. Aber habe dann gesehen, das sind die. Und die kosten 1,49 Euro im Moment. Ich glaube, beim Edeka kostet die 2,50 oder so. Und ich finde es, also 2,49. Ich finde das richtig cool. Da kann man nämlich einen kleinen Mini-Kuchen drin backen. Der geht dann halt so bis hier. Also hat nur so einen kleinen Huckel quasi. Und dann kann man den mit Schokolade verzieren und streuseln oder einfach nur so. Und meine Mama und ich lieben den. Und wir wollen ja Ende Mai nochmal los. Und ich habe gedacht, vielleicht kann ich dann so einen Mini-Kuchen wieder backen. Hatten wir beim letzten Ausflug nämlich auch dabei. So, dann habe ich hier was richtig Verrücktes gekauft.
Und zwar Schinkenwurst von Paw Patrol. Ich muss dazu sagen, mein Sohn ist nicht so der Schinkenwurst-Typ. Wenn überhaupt Wurst, dann ist der Salami meistens. Hier kann man auch natürlich überhaupt gar nichts erkennen, bis auf das kleine bisschen Foto da. Aber ich habe zu ihm gesagt, weil er wollte die dann doch haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, dass ich die halt auch essen kann, weil ich mag Schinkenwurst, das ist kein Problem für mich. Und ich finde das einfach total niedlich. Also, wenn man die sowieso essen würde, ich glaube, 1,69 hat die jetzt gekostet. Wenn man die sowieso dann essen würde, kann man das auch mal mitnehmen. Ne, wenn das Kind, also wenn man das sowas nur kauft für das Kind, man aber nicht weiß, ob das Kind das mag und man selber mag das gar nicht, macht das für mich keinen Sinn. Aber ich mag Schinkenwurst, von daher, ja. Wenn er die nicht mag, esse ich die halt. Dann habe ich einmal Bacon mitgenommen. Ein Herz für Erzeuger, keine Ahnung. Sehr schlecht. Ich hätte bei dem hier oben, hätte ich gedacht, ach, das ist bestimmt ein positives Produkt. Wenn da extra noch sowas, ne? Ein Herz für Erzeuger und keine Ahnung, was drauf steht. Aber es ist trotzdem eh. Vielleicht, weil es Bacon ist und Bacon immer so schlecht ist. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall Bacon mitgenommen. Den ganz günstigen gab es nicht mehr. Deswegen, ja, gab es den. War eigentlich nur die einzige Erklärung. Es gab keinen anderen Bacon. Dann habe ich einmal Obstriegel mitgenommen. Cranberry und Kirsche für den Kleinen. Ich nehme beim Aldi ja sonst auch immer die vier verschiedenen Packungen mit. Und auch beim DM jetzt in letzter Zeit. Und ich habe gedacht, jetzt nehme ich mal die hier. Ich glaube, 1,50 kosten die 5 Riegel. Das ist in Ordnung. Und dann habe ich hier nochmal so ein Knoblauchbrot mitgenommen. Und zwar dieses, was so in der Hälfte, also was halbiert ist. Und das haut man so in den Ofen. Also da sind zwei Hälften drin. Es ist nicht so eingeschnitten wie diese normalen Knoblauch- oder Kräuterbaguettes, sondern wirklich so. Und das ist so, so lecker, so ein Knoblauchbrot. Mit einem geilen Dip dazu. Natürlich mit viel Knobi. Richtig, richtig lecker. Also Mia und ich mögen das super gerne. Dann habe ich eine Packung Langkornreis mitgenommen. Einfach weil ich glaube, dass. Also ich glaube, ich habe noch zwei Packungen, aber in jeder ist nur noch ein Beutel jeweils drin. Deswegen brauchte ich unbedingt mal wieder einen neuen. Dann habe ich einmal Hähnchen-Cordon Bleu mitgenommen für den Mann. Wir essen, glaube ich, heute Abend Fischstäbchen. Und da er ja nicht so ein Fischstäbchen-Typ ist, habe ich Hähnchen-Cordon Bleu. Ich glaube, die hatte ich neulich auch schon mal. Die waren, glaube ich, ganz lecker und deswegen, ja. Also, die waren, sahen ganz lecker aus. Ich habe davon, glaube ich, nichts gegessen. Oder? Weiß ich gar nicht genau. Aber ja, die kriegt er auf jeden Fall. Ich bin übrigens schon wieder erkältet, falls ihr euch wundert, warum ich vielleicht zwischendurch so kurz hochziehe oder warum ich merkwürdig spreche oder keine Ahnung. Ich bin schon wieder erkältet. Dann habe ich Püree aus Äpfeln genommen, mitgenommen. Das sind so eine kleinen Töpfchen hier, vier Stück. Finde ich super praktisch. Dann kann man, wenn man zum Beispiel Crêpe-Pfannkuchen oder so macht, immer nur so einen kleinen Pott aufmachen und hat nicht so ein riesiges Glas, was man dann irgendwie aufbrauchen muss. Dann waren von Maggi diverse Produkte im Angebot. Zu unterschiedlichen Kursen. Also ich glaube, das hier irgendwie in 80 Cent oder so. Da waren aber auch für 90 oder 1 Euro irgendwas die Produkte. Und ich habe jetzt hier einmal Soße zu braten mitgenommen. Ich weiß auch immer nicht, was ist denn der Unterschied zwischen Delikatesssoße zum Braten und Soße zu braten und Bratensoße extra. Was ist da der Unterschied? Ich verstehe es absolut nicht. Also ich habe jetzt einfach hier so eine Bratensoße mitgenommen, weil ich glaube, wir haben nur noch eins im Päckchen und ja, ist immer nice to have. Dann waren Toasties im Angebot. Ich meine für. Oh, lass mich lügen. 2,50 oder 1,99 oder irgendwie so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall günstiger als sonst. Deswegen habe ich die mitgenommen. Einmal Chicken. Ich weiß nicht, warum das hier so drauf steht. Keine Ahnung. Und einmal hier Schinkenfleisch. Mirko liebt Toasties. Und. Also, ich finde die auch ganz nett. Aber mir sind die zu teuer. Also, da sind vier Stück immer drin. Und die kosten sonst ja 3 Euro. Also, fast 4 Euro irgendwie. Das ist mir irgendwie zu teuer. Und wenn man bedenkt, wie schnell man die aufessen kann. Und deswegen habe ich die jetzt mal im Angebot mitgenommen. So, ebenfalls im Angebot waren die Fruchtzwerge für 1,99. Da habe ich diesmal Erdbeerkirsche, Himbeere mitgenommen. Beim letzten Mal hatte ich ja Banane, Aprikose, Himbeere. Und jetzt ja, habe ich mal die mitgenommen. Und dann habe ich für Mirko auch noch ein paar Joghurts mitgenommen. Wie immer, Sahnejoghurt mit Erdbeere. Davon zwei Stück und dann einmal Pfirsich-Maracuja. Ist eigentlich auch so das Standardprogramm. Dann habe ich Bresso mitgenommen und grüner Pfeffer. Den habe ich jetzt im Moment auch gehabt und der hat mir so lecker geschmeckt. Auf einem Bagel oder so. Oh, richtig gut. Und ich habe tatsächlich den ganzen Frischkäse aufgebraucht. Ich hätte ja gedacht, dass ich da was in die Pfanne hauen muss und ein bisschen zu einem Fleisch dazugeben muss, weil ich es nicht schaffe, den so aufzubrauchen. Habe ich aber. Da war er neulich im Angebot. Jetzt kostete er 1,99, was ich. Viel finde im Vergleich zu den anderen, die es immer so gibt oder zum Angebot. Aber es gab bei Netto einfach keinen anderen guten Frischkäse, auch keinen günstigen, der mir irgendwie imponiert hat. Deswegen, ja, durfte es der wieder sein. Dann habe ich noch zwei Kiwis mitgenommen. Und hier
hier noch Donuts für mich. Das Teil sieht übrigens super eklig aus, lasst uns da nicht drüber sprechen. Das ist mein Donut, auf den freue ich mich schon, weil der komplett mit Glasur überzogen ist. Ich liebe, liebe, liebe das. Und Matteo hatte, falls man das noch erkennen kann, so einen mit Schoko und so kleinen Krümelstückchen. Den hat er aber nicht ganz aufgeschafft, weil er dann im Auto eingeschlafen ist. Und ja, genau. Das war meine Ausbeute. Klein, aber fein. Und Matteo wollte noch gerne eine Melone kaufen. Aber, also es gab nur Wassermelone und es gab nur noch 3 Stück. Und die waren so riesig. Also die hätten erstens super viel gekostet, glaube ich. Und so eine riesige brauchen wir halt auch nicht. Für uns, gerade bei Wassermelone, ist es praktisch eine halbe oder so ein Viertel zu kaufen oder so. Das ist für uns viel besser. Außer es ist wirklich Sommer, alle Kinder sind da und es ist Wochenende und wir haben wirklich Zeit, um die auch zu essen. Jetzt ist es aber so, heute ist Freitag und morgen wollen Mia und ich in die Waterfront fahren zum Shoppen und der Rest unserer Gang wollte eigentlich in den Vogelpark fahren. Ich weiß nicht, Noelle ist jetzt krank, ich weiß nicht, ob die ohne ihn trotzdem dahin fahren oder ob die was anderes machen, aber es ist auf jeden Fall keiner zu Hause und deswegen brauchen wir auch nicht so eine riesige Melone am Wochenende. So, nur Sonntag ist irgendwie, keine Ahnung. Ich muss Sonntag auf jeden Fall auch noch lernen, weil ich Montag eine Probeklausur schreibe. Ich mache ja den Fachwirt für Büro- und Projektorga und wir haben halt montags und mittwochs immer Kurs und am Montag schreiben wir halt eine Probeklausur über die Themen von einer Dozentin. Und ich, also es ist super einfach eigentlich, ne, so, ich weiß nicht mal, wie das Wort heißt, Organigramme und Strukturen eines Unternehmens, also ich glaube Ablaufdiagramm, nee, das heißt doch anders, ich weiß es nicht, keine Ahnung, auf jeden Fall sowas wie Stabliniensystem, Einliniensystem, Matrix, Tensor und so weiter. Oder aber auch Benchmarking. Ich glaube, Benchmarking hatten wir auch bei ihr, ne? War das Benchmarking? Ich weiß es gerade gar nicht. Also so verschiedene Sachen. Eigentlich an sich so einfache Themen, aber die Organisation in diesem Kurs ist ein bisschen schlecht und die Organisation der Daten, die wir da bearbeitet haben, ist ein bisschen schlecht, weswegen ich irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was ich alles für Unterlagen durchforsten muss, um zu lernen, und das nervt mich ein bisschen ab, aber ja, das muss ich Sonntag auf jeden Fall angehen, deswegen, ja, wir haben einfach keine Zeit für eine große Wassermelone. Ja, und ansonsten Äpfel haben wir noch da, Birne haben wir noch, Weintraube haben wir noch, ganz viel anderes Gemüse noch, weil ich ja neulich die Rettertüten geholt hatte und davon habe ich halt noch was über. Und ja, falls ich hier wieder irgendeine Dinkeldörde Gedanken mache, dass mein Einkauf zu ungesund ist. Ich weiß, dass das alles abgepackte Sachen sind und mit viel Zucker. Herzlichen Dank. Ich bin nicht doof. Ich bin ein bisschen pummelig, ja. Und vielleicht bin ich nicht die allerhellste Kerze auf der Torte, die es jemals gegeben hat. Aber ich bin grundsätzlich schon eine intelligente Person und ich weiß, dass das meiste davon einfach sehr ungesund ist. Ich weiß nicht, warum Leute mir das immer wieder mitteilen müssen. Denken die, ich weiß es nicht. Aber nur weil etwas ungesund ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht kaufen darf. Also in meinem Universum, wenn was ungesund ist, ist es meistens besonders lecker. Und naja, wir leben halt nur einmal. Wir können uns dann die Hälfte der Zeit aufregen, dass wir zu dick sind, und die andere Hälfte der Zeit schaufeln wir. Who cares? Also, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende, ihr Lieben. Ich werde das jetzt einräumen, also vor allem die gefrorenen Sachen werde ich vielleicht einräumen. Und dann werde ich mein Kind wecken, weil mein Kind macht ein Schlummerschläfchen. Das will ich euch nochmal kurz zeigen. Das ist nämlich ein Scherz. Ich drehe mal kurz die Kamera. So, ich laufe hier mal durch den Flur. Hier wird es ein bisschen hässlich und komisch. Hier. Hier zwischen den Schuhen, auf dem Fußboden. Hier liegt er. Ich versuche mal so. Er hat einfach seinen Hut noch auf. WTF. Er ist eingeschlafen im Auto und ich dachte, ich drehe kurz das Video und jetzt muss ich ihn halt mal aufwecken, weil es ist schon 20:05 und wenn er jetzt noch länger schläft, dann geht er heute Abend nicht ins Bett und dann drehe ich durch und ja. Ich habe nämlich einen sehr guten Film für mich entdeckt und davon gibt es 3 Teile und ich will heute Abend den nächsten Teil gucken und dafür muss er schlafen. Denn die Tatsache, dass ich den Film gucke im Bett und er neben mir liegt, die ist schon für mich irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil der Film, über den ich spreche, ist 365. Ich will hier jetzt keine Andeutung machen, weil sonst wird das Video hier vielleicht nicht freigegeben für alle Altersstufen, aber das ist schon ein verrückter Film, finde ich. Finde ich aber geil. So. Und ja, deswegen
Ciao, Kakao und bis zum nächsten Mal.